So, in diesem Teil dieser Reihe probieren wir jetzt hier auf meinem Server 1 eine sogenannte DFS-Rolle aus. Ich sage jetzt hier Add Roles and Features, Next, Next, Next. Und schau mal hier, was ich hier alles habe. Und kann jetzt hier einen File Server Resource Manager installieren, Add Features. Sage ich noch Data Deduplication, DFS Namespace und DFS Replication. Nach dem Motto, es kann nicht schaden. Next, Next, Restart if required, Install. Und jetzt wieder ein paar Minuten Geduld. So, die Installation wurde einfach abgeschlossen. Close. So. Sag jetzt Tools und beispielsweise File Server Resource Manager. Um das Ganze sinnvoll zu demonstrieren, werde ich jetzt noch eine virtuelle Festplatte anlegen, die ich schauen wir mal, die werden wir hier anlegen und HDVMSADMW14 Server 1 Data nennen. So. Und jetzt können wir hier beim ersten Server normalerweise eine Festplatte adden. Da füge ich noch das W hinzu und hänge jetzt diese virtuelle Festplatte ein und muss die über das Disk Management partitionieren. So, habe jetzt die Standardgröße 130 GB reichen einmal, nehme das Ding online, initialisiere die Disk mit GPT, da wir mehr als 2 TB damit theoretisch nutzen könnten. Sag New Simple Volume, Next, 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 NTFS passt, nennen das ganze Data, vom Quick Format, Next, Finish und haben jetzt eine neue Partition. So, auf der neuen Partition werden wir uns einen Ordner machen, den wir Data nennen, weil wir dann auf dem theoretisch Rechte festlegen können. Zu Testzwecken eignet sich es fallweise durchaus, dass wir sagen, Everyone, Gruppe Everyone bekommt Full Control, so dass wir jetzt einmal alle Rechte haben und das Ganze nach unten vererben. Beziehungsweise zum Testen sollte man eigentlich die Vererbung ausschalten und Administrator Full Control, Everyone Full Control vererben und fertig. So, hier nur ansatzweise ein paar Ideen, was ich hier machen kann. Der File Server Resource Manager ist sozusagen ein guter Freund eines jeden Administrators, wenn es um Dateiserverwaltung geht. Ich kann hier verschiedene Einstellungen festlegen und zum Beispiel ein Quota-Management machen. Ich habe hier verschiedene Standardvorlagen von Microsoft, die ich verwenden kann oder auch eigene anlegen kann und kann zum Beispiel sagen, immer wenn eine Datei 100 MB erreicht, blockiere den Speichervorgang. Kann hier verschiedene Warnstufen einrichten, wann mir eine Mail geschickt werden soll, dass mir dem Administrator, dass dem User eine Mail geschickt wird, kann im Eventlog ein Ereignis generieren, ich kann verschiedene
Kommandos, kann irgendein Kommandozeilentool ausführen. Ich kann Reports generieren. Kann natürlich hier die Größe ändern. Und ich kann Hard- und Softquota setzen. Hardquota heißt, der User hat dann keine Berechtigung, diese Datei zu schreiben. Und Softquota schickt quasi mir und ihm dann nur eine Benachrichtigungsmail beispielsweise, dass er diese Datei geschrieben hat, aber eigentlich nicht schreiben darf. Hier bei Quotas könnte ich jetzt eine neue Quota festlegen und sagen beispielsweise auf Data darf keine 100 MB Datei geschrieben werden, create, und habe jetzt hier quasi diese Limitation. Ich kann Filescreen Management machen, kann hier zum Beispiel sagen create Filescreen Path und auf Data im Ordner Data blockiere mir alle .exe-Files. So, hier ist dann aktiv und passiv. Passiv ist quasi das Softquota, aktiv das Hardquota. Beim aktiv wird der Speicher blockiert, beim passiven wird nur eine Mail geschickt. Kann hier wieder auswählen, was passieren soll, wenn dieser Fall eintritt. Ich sage jetzt Active Screening und vermeide alle .exe-Dateien. So. Ich habe hier verschiedene Templates für verschiedene Filegruppen, wie zum Beispiel Image-Files und andere Dinge, die ich natürlich auch entsprechend anpassen kann. Storage Management Reports, hier kann ich mir, wenn ich einen Fileserver habe, zum Beispiel jeden Tag um 3 in der Früh einen Bericht schicken lassen, welche Dateien sind doppelt vorhanden, welche Dateien sind die größten auf meinem Fileserver, welcher User speichert die meisten und größten Dateien und so weiter. Das kann man in verschiedenen Dateiformaten machen. Man kann das Ganze sich per Mail schicken lassen und viele andere Dinge. Zum Beispiel den Verbrauch, große Dateien, letzte Zugriffszeit, Dateien nach dem Owner, also dem Eigentümer, nach der Filegruppe, also Images, Audio, Video und so weiter, und doppelte Files. Kann hier aussuchen, welche Kriterien genau verwendet werden sollen, welche Dateien oder welche Ordner darin inkludiert sein sollen, wohin das geschickt werden soll und wie oft. Das ist nur als Demonstration. Bei Classification Management kann ich sehr genau und sehr granuliert noch verschiedene Dinge einstellen. Beispielsweise, wenn jemand einen Film speichern will, dann anhand welcher Muster dieser Film jetzt genau erkannt wird. Das kann die Dateigröße sein, das kann die Endung sein, das können verschiedene andere Sachen sein. Hier kann ich genau nach einem Stringfeld in einer Datei oder einem Dateinamen suchen. Das ist jetzt nur am Rande. Das waren jetzt eigentlich schon die wichtigsten Sachen hier. Ich könnte jetzt zum Beispiel versuchen, eine .exe-Datei irgendwo herunterzuladen und zu schauen, ob ich diese speichern kann. Ich werde jetzt hier versuchen, ein kleines Microsoft-Tool runterzuladen und das Ganze einmal auf D speichern. So, das dauert jetzt ein bisschen. Inzwischen, während der Download passiert, vielleicht noch ein Wort zu den anderen Dingen, die wir jetzt noch mit installiert haben. Probieren wir mal das DFS-Management. DFS heißt Distributed File System und hier kann ich sozusagen mehrere Server oder File Shares über mehrere Server verteilt,
die auf über mehrere Standorte verteilt sind, unter einem DNS-Namen quasi für eine zentrale Freigabe oder einen zentralen Freigabenamen zur Verfügung stellen und quasi jederzeit Freigaben hinzufügen oder Freigaben entfernen. Das Ganze ein bisschen vielleicht anschaulicher dargestellt, wenn sich mein Kunde müsste sich merken, auf Server 1 gibt es die Freigabe Austausch, auf Server 2 gibt es die Freigabe Filme, auf Server 3 gibt es die Freigabe Musik. So, jetzt kann ich einen DFS Namespace definieren, der zum Beispiel heißt files.freeabas.at, und das Einzige, was sich der User merken muss, ist diesen DFS Namespace. Und jetzt kann, egal wie der Server dahinter heißt oder die Freigabe dahinter dem Server heißt, und egal wo sich diese Server befinden, es kann sich der in New York, der in London und der in Amsterdam befinden. Sagen wir das so hin, der wäre in New York, der zum Beispiel in London und der in Amsterdam. Dann kann ich hier, dann greift der Benutzer über diese eine DFS Namespace Freigabe zu und erhält dahinter diese drei Freigaben und merkt nicht, wo die ganzen stehen, und muss sich keine Gedanken machen, wie das Ganze hier vorne heißt. Das Ganze hat nicht nur den Zweck der Vereinfachung der Freigaben, sondern auch den Zweck der Weiterbarkeit. Ich kann hier einen vierten Server hinzufügen, der beispielsweise Bilder hostet und in Paris steht. Der User braucht sich nur das hier merken. Ein weiterer Vorteil ist, ich kann mit DFS der File-Server über verschiedene Standorte hinweg synchronisieren. Einer ist dann der primäre und der andere, glaube ich, der sekundäre. Und damit kann ich sozusagen, wenn ich Außendienstmitarbeiter habe, die viel in der Weltgeschichte herumreisen, meine Files in New York und in Paris vorhalten. Und je nachdem, welcher Server der nächste ist, über den greift mein Außendienstmitarbeiter dann zu. Und Paris und London synchronisieren sich im Prinzip dann regelmäßig miteinander, damit alle die aktuellsten Dateien vorhalten können. So, schauen wir mal, was wir hier machen können. Ich kann hier einen neuen Namespace definieren. Vorsicht, manche dieser Sachen gehen nur im Active Directory. Das Active Directory ist quasi eine zentrale Benutzer- und Computerverwaltung bei Microsoft Server. Das machen wir jetzt in diesem Videocast hier nicht. Deswegen wird hier nicht alles funktionieren. Nehmen wir als Server mal den Server 1 und schauen wir mal, was ich hier machen kann. Okay. So. Namespaces, New Namespace. Probieren wir mal, welche Server wir hier finden. Und was ich hier machen kann. Stellen wir die Location mal auf Workgroup um. Vielleicht habe ich dann mehr Glück, irgendwas zu machen. Man darf die Hoffnungen nie aufgeben. So, ich habe den Assistent jetzt nochmal abgebrochen und wir probieren jetzt noch einmal einen Namespace zu machen. Da ich hier den Server nicht über meinen Namen finde, versuchen wir das Ding jetzt mal auszutricksen und zu schauen, ob er die
lokale IP-Adresse nimmt. Das und Localhost nimmt er nicht. Dann nehmen wir halt diese hier. Next. Und schauen mal, ob er was tut. Cool. So. Dann nehmen wir das ganze DFS Namespace 1. Schauen wir Edit Settings an. Local Path of Shared Folder legen wir auf D und nennen den Ordner DFS 1. So. Sagen wir Custom Permissions, Customize und schauen mal, was wir hier verändern können. Wir sagen jetzt einmal Everyone Full Control, bitte nicht in der Praxis machen, wir machen das jetzt nochmal zum Testen. Okay, next. Standalone Namespace, das obere würde nur in einem Active Directory funktionieren. Jetzt einen Standalone Namespace, next, create. Okay, wir haben jetzt einen Namespace. Schauen uns den Namespace einmal mit den Properties an. Description, Referrals, okay. Advanced brauchen wir nicht. Okay. Namespace Servers, wir haben jetzt nur den einen. Die Rechte passen. Delegation haben wir hier nicht. Und Search haben wir auch nicht. Was wir jetzt wahrscheinlich brauchen, ist einen New Folder und sagen Datenaustausch. Oder nehmen wir in DFS underscore Datenaustausch. Sagen Add, Browse und sagen New Shared Folder DFS Datenaustausch. Folder 1, Local Path of Shared Folder und machen hier jetzt noch einen Datenaustausch Folder 1. Okay, setzen die Rechte wieder auf Customize und sagen Everyone Full Control, okay. So, jetzt haben wir hier zwei. Ups. Irgendwie habe ich mich da jetzt verklickt. So. Jetzt haben wir hier einen Folder. Probieren wir einfach mal noch einen zu machen. Ich mache jetzt, sagen wir, auf C einen Folder und mache hier einen, der heißt DFS2. Kopiere den Pfad, mache hier einen New Folder, Name DFS2 oder nennen wir einen Austausch 2 und sagen Add, Path to Folder. Okay, ich brauche hier offenbar den UNC-Pfad, das heißt 192.168.1.1. Create. Okay, the shared folder doesn't exist, we want to create it. Wir wählen den wieder aus. So. Jetzt gibt er Ruhe. Und jetzt haben wir hier. Okay, wir haben hier irgendwas anderes wie hier. Sagen wir mal Properties Server 1 DFS Namespace Austausch 2. Use inherit permissions from local file system. Okay. Und jetzt haben wir hier den Ordner DFS 2 verwendet. Und beim DFS Austausch, Datenaustausch ist nichts drunter. Okay.
Sagen wir hier, probieren wir mal Add Folder Target und versuchen hier jetzt einen neuen Shared Folder zu machen. Den nennen wir DFS3. ShareName DFS3. Use Custom Permissions. Und geben dem Baby wieder Full Control. Full Control, okay, okay. DFS3, okay. So. Wir haben jetzt irgendwas gemacht. Jo. Wir können jetzt, könnten wir mal ganz doof probieren und hier eingeben, was wir hier haben. Und zwar das hier. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert und das nie vorher gemacht. Cool. So, jetzt haben wir quasi auf den DFS Namespace zugegriffen. Und schreiben jetzt hier in Austausch mal irgendwas rein. Okay, wir haben keine Rechte. Und beim zweiten haben wir Rechte. Cool. Hallo. So, und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Hier wird jetzt wahrscheinlich im Hintergrund irgendwo auf einer Festplatte der Ordner Hallo geschrieben werden. Die Frage ist ja nur, wo. Schauen wir mal auf C. DFS3. Hallo. So. Und jetzt habe ich hier beim Namespace, wir werden das vielleicht noch ein bisschen vergrößern. Vielleicht nicht Vollbild. So. Machen wir das Ganze so, aber gehen wir hier auf Screen Resolution und drehen das ein bisschen höher. So. Zweiter Ordner. So. Jetzt sieht man schon hoffentlich ein bisschen mehr. Jetzt sehen wir hier, wenn ich hier etwas mache, dann passiert das auch hier unten. Und wenn ich hier unten etwas mache, dann passiert das Ganze auch oben. Ich kann jetzt quasi über diesen Namespace mir hier direkt über Server 1, DFS Namespace 1, hier drauf zugreifen. Quasi eine andere Art auf File-Shares zuzugreifen. Und mittels DFS und in Kombination mit DNS könnte ich jetzt natürlich dann theoretisch auch Folgendes probieren und sagen cnamerecordfileserver.google.at, lenk mir bitte auf server1google.at und server1google.at führt zu meiner IP-Adresse hier. Das heißt, wenn ich das kopiere, einen dritten Explorer aufmache und hier fileserver.google.at eingebe, muss ich mich jetzt offenbar identifizieren. Das mache ich einmal kurz. Administrator und Passwort 0. Okay. Funktioniert jetzt in dem Fall nicht. Probieren wir Server 1. Das funktioniert jetzt offenbar nicht. Vielleicht muss ich beim Namespace noch irgendwas umstellen, aber theoretisch sollte das dann funktionieren. Also mit dem Localhost funktioniert es, mit dem Server 1 auch, aber wenn ich einen anderen Namen verwende, wird es dann nicht mehr
funktionieren. Schauen wir mal, was ich noch beim DNS drin habe. Oder schauen wir mal hier, was lenkt noch auf 1 um Webserver. Gehen wir mal in das Lookup webserver.firebase.at lenkt auf mich hier um. Dann schauen wir mal, ob die Endung funktioniert. Server.firebase.at. Gut. Alles, was offenbar irgendeine Adresse von außen hat, funktioniert momentan bei der Authentifizierung nicht. Wahrscheinlich muss man das beim DNS-Server noch irgendwie oder beim DFS-Server noch irgendwo einstellen. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Beim Management add namespaces to display. Jo. Gut. View properties. Okay. Wahrscheinlich muss ich hier noch irgendwie eintragen, dass das auch mittels einem anderen Namen aufgerufen werden kann. Grundsätzlich wäre das Ziel aber, dass ich dann zum Beispiel mittels DNS festlegen kann, dass mein Server Fileserver heißt, und dann kann ich auf fileserver.firebase.at direkt auf den DFS-Namespace zugreifen und habe alle Freigaben, die es in meiner Firma gibt, über alle Standorte hinweg und über alle Kontinente hinweg direkt hier aufgelistet. So, jetzt testen wir zum Abschluss noch, ob diese Exe-Datei hier sich in Data reinkopieren lässt. Nein. Das Ganze lässt sich nicht durchführen, weil ich hier diese Regel festgelegt habe. Ich kann mir jetzt über den Event Viewer zum Beispiel anzeigen lassen. Müsst ihr hier schauen, wo das drin steht. Hier zum Beispiel. Dass die Datei File Format Converters.exe nicht gespeichert werden kann, weil Exe-Files nicht erlaubt sind. Als Beispiel. So. Jetzt testen wir noch, ob die Namensauflösung funktioniert. Fileserver.google.at wird auf meinen. Ups, das war der falsche. Auf den richtigen Namen aufgelöst, aber das funktioniert noch nicht ganz mit dem DFS. Aber grundsätzlich sollte das mal das Prinzip von dem Ganzen verdeutlichen. Ich kann jetzt theoretisch hier auch noch mehrere das Ganze irgendwie replizieren auf einen anderen Server, werde ich jetzt aber in diesem Video nicht versuchen.